Herzlich willkommen, schön, dass Sie reinschauen. Mein Name ist Matthias Engnert. In der letzten Stadtratssitzung ging es um das Thema Schulsanierung. Ganz besonders ging es um das Thema Navisäle in Bitz. Da hat der Oberbürgermeister im Frühjahr 2018 versprochen, dass im Frühjahr 2019 die Navisäle einsatzbereit sind, die in der Karl-Hofmann-Schule, also in der berufsbildenden Schule nebenan, umgebaut werden sollen. Dazu hat der Architekt gesagt, es dauert 6 Monate, wenn der Stadtrat alles beschlossen hat. Bis jetzt liegen aber noch keine Beschlüsse vom Stadtrat vor, noch keine Vorlagen. Im Haushalt für das kommende Jahr, also für 2019, sind zwar 250.000 Euro für die Säle eingestellt, aber das Gros, nämlich weitere 500.000 Euro erst 2020, sodass wir davon ausgehen, dass die Räume frühestens im Herbst 2020 fertig sein können. Hier hat der Oberbürgermeister also mal wieder viel erzählt und wenig gehalten. Das möchten wir gerne ändern. Schön, dass Sie reingeschaut haben. Demnächst gibt es neue Infos.